Moin zum zweiten Tag aus St. Moritz. Heute ist Matchday und danach ist nochmal Matchday. Melle hat sogar morgen Geburtstag, das heißt, wir feiern heute rein. Übermorgen hat Elos Geburtstag und Willi auch. Deswegen eigentlich voll die coole Zeit, um hier zu sein, zusammen. Die Teamkapitäne müssen jetzt schon mal rüberfahren. Das heißt, Melle, Eli und ich fahren schon mal rüber zum Gelände. Und dann geht's langsam los. Und Kalle filmt bis hoffentlich. Digga, ich fühle mich so frisch, ne? 10 Stunden geschlafen. Ach so. Ist doch geil, ne? Wie hast du die letzten 3 Tage geschlafen? 9. Und jetzt 10. Digga, ich bin ein 2. Frühling. Was sagst du selbst? Halt die letzten 3 Tage 9 Stunden geschlafen. Ist so, Chat, ich weiß, Lacherstream nur 3 Stunden, ich weiß. Hat sich keiner mal, hast du halt nur 4. Aber dafür Sonntag wieder 25. Hey Leute, wir sind jetzt hier bei Sydney auf dem Vlog. Es ist 12.57 Uhr, Sydney hat noch nichts gefrühstückt und er wollte jetzt gerade sich eine Pizza einhauen zum Frühstück um 12.58 Uhr und hat gesagt, dass das sich schon wieder so dick anhört. Und das bleibt drin, Kalle, sorgt dafür. Ja, nicht, dass es löscht. Aber die Sydney Pizza ist auch nicht eine normale Pizza, muss man sagen. Ist eine Pizza. Nein, eine kleine. Ja, das sind so 2 Slices. Ja, okay. By the way, wir verlosen gerade einen Porsche im Wert von fast 200.000 Euro. Checkt gerne auf Instagram die Beiträge ab und macht gerne mit. Guckt, müssen nur ein paar Leuten folgen, also uns, unseren Seiten und einer anderen Seite. Ist aber voll scheiße, dass wir nur einen Porsche verlosen, weil es gewinnt nur einer jetzt aus der Community. Deswegen gab es ein paar Experten, die uns schon wieder, wir verlosen Porsche und auf Twitter und auf TikTok schon wieder, oh mein Gott, wie kann man denn nur eine Sache verlosen? Lieber gar nichts. Sorry, das ist... Digga! Krank aus, ne? Geisteskrank, ne? Und guck mal, weißt du, was das Problem ist? Ja. Man sieht es ein bisschen da oben, ist ja deswegen Sonnenbrille. Sonnenbrille ist der größte Gamechanger. Nicht wundern, falls ihr. Wow. Das ist so hell. Ja. Berge sind so schön. Das ist so krass. Berge über Meer. Achso, guck mal. Das ist, Digga, wie krank. Da oben ist einfach schon die Wolke. Siehst du das? Das ist die Wolke. Und die ist am Berg dran. Wir sind in Wolken. Wir sind jetzt am Bord. Ich sehe schon, hier gibt's Curling. Wow! Da ist übrigens das Ding, wo wir gestern... Ja, ich versuche... Da ist das Ding, wo wir gestern drin waren. Ja. Genau neben uns. Ach du Scheiße, guck mal, wie schnell die da runterfahren. Junge, okay. Bro, wenn du gegen so einen Baum fährst, jetzt sind doch schon Leute gegen Bäume gestorben, ja, oder? Während sie gegen... Ich einfach, du fällst da runter und dann rollst du so 100 Meter runter einfach. Hey, hast du gesehen, wie schnell die waren? Unglaublich. Niemals. Yo, Sid, was macht ihr jetzt? Wir haben jetzt Interviews, Digga. Interviews? Kurze Frage, Digga. Kurze Frage, was machen sie jetzt? Wir machen ein Interview. Okay, mit den Jungs, oder was? 20 Minuten. Okay. Wer nimmt heute überhaupt alles teil? Mein Team besteht aus einmal Phoebe und Roat. Zwei Streamerinnen, eine ist Streamerin, der andere ist Streamer und Trimax ist auch in meinem Team. Wir verstehen uns alle gut, generell alle Teilnehmer, die hier am Start sind, verstehen uns gut. Das ist immer auf jeden Fall sehr wichtig für die Chemie, dass hier sich jeder versteht und wir zusammen auch abseits vom Event. Er sagt, er hat seine Jacke kaputt gemacht. Also, hat ich früher auch mal gedacht, als ich klein war. Eli, Elos hat seine Jacke kaputt gemacht. Eli hat meine Jacke kaputt gemacht. Ich hab Eldos gefragt, wie seine Performance heute ist. Er hat gesagt Top 5. Ich bin Top 5 Spieler heute. Sagst du? Spieler, ja. Ich sag ehrlich, sogar realistisch. Eli, ne? Sid, Amma und Trimax. Ne? Ich geb euch eine realistische. Schlägst dich Anton. Anton ist auch big. Anton, Trimax, Amma. Wir sind in einem Team, du musst mich doch mit dem Push. Ja, er auch noch. Ey, Bro, er ist auch Top 5. Top 5. Digga, hier sind richtig Verlobene, so, ne? Ja, ich will mich langsam da rein. Aber gestern war ja noch nicht richtig. Heute ist ja. Kommt so ein Zuschauer zu mir. Er so, Anton? Digga, bist du's? Ich hab so Angst vor den Leuten. Der andere kommt so zu mir. Der andere kommt so zu mir. Er so, hallo, Madrid! Ich so, Bro, chill mal ein bisschen. Chill mal. Digga, die sind auch so. Sind später unberechenbar, weißt du? So ab 23 Uhr, 0 Uhr. Wie sagst du Bock? Ich sag, wenn jemand gewinnt, dann Melle, wenn nicht wir. Ja, ja.
Ich sag dir, du kennst die Spiele auch, ne? So zum Teil. Das ist völlig random. Ist wirklich random. Was? Yo! What? Hey! Na? Was essen? Ja? Ja, komm! Komm, fahr einfach. Du hast noch mal die geilen Adlibs. Wieso? Na, so. Oh! Geil! Wieso das für eine Adlibs? Das ist ein Satz. Nein, das ist kein Satz. Wo kann ich meine Sachen hinbringen? Das ist auch ein Adlibs. Der sehe ich richtig geil. Ach, Max, du, ja, stimmt, du warst heute. Das war richtig geil. Ja? Am Anfang war ich. Kannst du was? Ja. Ich lerne schnell auch. Ich konnte das mal richtig gut. Achso, du warst immer wieder reingekommen. Okay. Sieht doch scheiße aus. Nein, sieht gut aus. Viel schlimmer als du, sehe ich auch nicht aus. Ja, ich sehe scheiße aus. Bewusst. Guck mal, Digga, wir sind hier beim Wachtimbiss. Die gute alte Mayonnaise, Digga. Kennst du den Wachtimbiss? Ja. Berlin. Der ist von Monte. Wuchst du gut? Voll gerade. Männers. Ja. Es mundet. Ja, ehrlich. Man muss was? Sagen, ey, das wurde angemacht gerade vom Kellner. Die hat mich angemacht. Aber ja, aber ich hab weggerissen. Also ich hab gerissen. Warte, kannst du mal? Warte, wie ist das passiert? Wie ist das passiert? Die kamen zu ihm, die sagten, was macht die hier? Games? Also, Influencer, Influencer. Mal Max, guck mal, Max, was hast du gemacht? Ich hab gerissen. Max, was heißt das? W-Riss. Das klingt mega schlecht. Nein, ich habe ganz normal geredet. Nebenbei, so locker, wa? Ja, ganz entspannt. Und was habt ihr ausgetauscht? Irgendwie Insta oder so? Aber nee. Später? Okay. Ach, diese lockere erste Kontakt. Diese okay, ich verstehe. War der nervös? Ich war, weil ich die Augen waren Tränen. Aber so neben Kolumbien. Ist das Österreich? Ich erkenne einen Akzent. Oh mein Gott. Ich war eine schöne Stadt. Aber so neben Kollegen sagt er lockere Riss und so. Oh mein Gott. Guck mal, Drake redet. Was hat er gesagt? Du warst in Miami. Was ist das für Drake? Oder der ist Drake. Das ist gecheatet. Geh mal dahin jetzt ganz kurz. Wer will denn noch was sagen, Digga? Was? Es ist ein Event. Was heißt das? Der Event. Ich hab eine Liste. Zeig mal bitte deine Liste. Nein, bitte zeig deine Liste. Ich hab keine Liste. Da hast Häkchen und X. Der schreibt das Event auf. Der schreibt das Event auf und hinter dem Event schreibt ein X oder ein Haken, wenn er hat. Der heißt einfach Event. Mann, die lügen, ja. Digga, aber das ist schon heftig, Digga. Jetzt bin ich Millionär. Ey, One M, One M. Hey, wie heute? Kann ich einen anschreiben? Ja, ruhig. So, nach 5 Stunden geht's los mit den Winter Games. Sydney sitzt gerade mir. Sydney, wie lange hast du gestern noch gemacht? War noch 2 Uhr hier, dann hast du zugemacht. Aber auch entspannt. Heute wird das. Heute feiern wir Mädels Geburtstag. Ich kann nicht auch jetzt tanzen, ne? Irgendwie, die Musik langsam kommt sie an. Das ist ja irre, oder? Da muss noch ein bisschen was. Das sitzt noch nicht ganz gut. Machen wir noch mal kurz. Noch mal richten. Reicht das Kabel hier? Mikrofon. Das war sein zu viel. Warte. Da war einer zu viel. Ja, das machst du, ne? Ich brauch das für den Vlog einmal noch, das was geht von Isa. Was geht? Auf dem Vlog! Vlog, Eddie! Auf 2000 Meter Höhe befinden uns auf dem Sun-Ice-Festival-Gelände. Also wenn ihr da draußen so ein bisschen Musik hört im Hintergrund, das Festival ist jetzt voll im Gange und ich freue mich extrem, das Ganze moderiert zu hören. Digga, der sich mit Mama geschlagen oder was? Weiß nicht. Krass, Max hat gecarried. Max hat gecarried. Der Bruder ist ein Zimmermann.
Der ist handwerklich tatsächlich miserabel. Es hängt. Wer freut sich? Sydney Steam? Ja, Sydney Steam. Es hat gehangen, aber Sydney Steam hat das erste Spiel gewonnen. Oh Mann. Ich bin jetzt Eishockey, erst haben wir gewonnen. Weil wir klatscht sind. Mama, Isa, Mo, ich war super. Amar muss treffen. Das ist so knapp. Ist Amar der Letzte? Amar ist der Letzte, ja. Er muss treffen, um irgendwie jetzt hier zu gewinnen. Guck mal, wie knapp es ist. Ailey Jello gewinnt Game 3. Macht ihn auf die 50. Mutig. Sydney Friede wieder mit Ray Young, Junge, was ist das? Team Chemie und unseren Top sind schon im Finale. Echt jetzt? Safe? Stark. Stell dich bitte einmal zu deinem Team. Jeder einmal drei Runden. Die erste Runde ist, wenn jeder von euch auf dem Team. Ui. Wow. Respekt, er kickt Rohan da raus. Neuntes Spiel, 9 Punkte. Over. Der liebt es gebückt, gerade auch schon mal Eishockey. Wurf. Es sieht so aus, als ob Eli Jello rausfliegt. Vielleicht. Er kickt Eli raus. Und damit kickt er das Team Eli aus diesem Turnier. Denn der Sieg in diesem Spiel geht an Team Sydney. Team hat sich gerade einen Puck geschnappt. First try around the world. Sag mal, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie gut! So nämlich! Gut! Und hier läuft das Finale. Guck mal, die View, wow, Digga, unglaublich. 2, 1, go! Spaltet! Habt ihr das gesehen gerade? Spaltet! Rocky und Eli, was ist denn da los? Ja, die hat schon das ist eine andere Game gespielt. Absolute Frontpower hier bei den Winter Games. Junge, ich spalte das Ding in zwei Hieben. Das ist ja Wahnsinn. Matchball Sydney. Also Matchball Team Sydney. Lisa. Jetzt halt die vier Buchen einfach. Junge! Ganz kurz, warte. Das ist aus. Tipp. Vier Matchbälle, Sydney, für den Eimer. Ihr dürft nachziehen und ihr dürft noch weiterwerfen. Ey, stopp, hört auf. Dann glaube ich der Timer.
das so? Halt die Fresse. Ah, Kalle, da bist du. Hi! Aber wir waren für gut. Ich glaube, wir waren wohl das beste Team, aber am Ende haben wir halt nicht gewonnen. Da können sie auch nichts drauf, ne? Da ist wieder Jelly. Wir wollen wieder in der Kommentatorenbox. Ja, Bro. Ich sag dir ehrlich, bei diesem Tender, wie heißt das, rausziehen? Ja. Das hat uns geknallt. Ich bin danach rangegangen, man konnte 8-9 Sachen noch rausziehen. Bei Jenga, ne? Ja, man musste nur. Ich hab immer von außen genommen. Bei dir, ja, ohne Sinn. Bei dir bist du hingegangen, hast rausgezogen. Ja. So funktioniert es ja auch. Aber man muss halt. Nein, man kann. Die Mitte. Man kann doch sehen. Das war sowieso scheißegal, wer gewinnt oder nicht gewinnt. Melle war klar. Ich freue mich schon für Melle, weil sie freut sich auch wirklich für den Win. Wo ist sie? Ja. Melle! Digga! Wir hatten alle Spaß, unser Team war super. Kurz geht raus an Mo und Isa Amar. Und jetzt geben wir noch ein bisschen Upray. Endlich. Aber ich muss mich noch umziehen, weil sonst sehe ich aus, als ob ich hier später die Bühne abhaue. Damit kann man nicht wissen. Ich bin Team ehrlich, W Melle. Melle hat den Sieg nach Hause gebracht, alleine. Also wirklich. GG Melle. Bürgermeister! Wir gehen jetzt zum Festival runter, wir ziehen uns jetzt um. Guck mal, wir freuen uns heute. Cool. Heute ist noch die große Dings offen. Da gebe ich bitte rein. Es wird abgespaced, aber bestimmt richtig lustig mit allen zusammen. Brother, welcome to my crib, bro. Hey, what's up? Von der Strada zu. Jeez, 5-Sterne-Hotel und so. Sagst du mir dazu, Chayas? Komm, heute? Ja, wir sind im Kempinski, Bro. Achso, nein. Das ist 5-Sterne-Diesel. Ich mach nur heute. Ja, nicht mal. Vlog, so Abend genießen oder was? Nee, oder? Also machst du nicht hier? Also eigentlich wurde angekündigt, Ermin muss dort schlafen. Elis hat gesagt, hier, Ermin, das kann man sogar ziehen, ne? Nee. Der schläft da? Und du? Mach's weg! Hier, aber nicht alleine. Nee. Das ist Spaß. Rizzler. Später dann ein Tattoo machen so. Rizzler! Ich will los, Digga. Die brauchen alle so lange. Ich war baden, weil wir so viel Zeit hatten. Mit Duschen und so, ich schwöre, ich brauche 3 Minuten, ich bin fertig. Ich geh jetzt runter in die Lobby, ich mach dir ein bisschen Druck. So. Guckt euch an! Alle vorbereitet! Let's go! Das ist die Musik hier. Einmal so Techno ballern. Yeah, hier ist es jetzt auch langsam packed. Ich und mein Bro, wir sind gerade hier. Am Chill. Am Chill, Bro. Red Bull. No, yeah, you know the vibes. Ich ist El Capitano Geburtstag. Melle Gelli. Ja. Oh!
Ole spielt Bo und zwei Tormann. Wir sind jetzt, also hier ist 2 Uhr, das Ding macht zu. Kalle hat nichts gefilmt. Hat gerade die Melone gecrackt, hä? Kalle, Freund, sitzt ja nicht am Tag. Ich hab gemacht zu sagen. Ja, gerade die Melone. Ich hab gerade 1 Million und 1 Million. Ja, das heute. Sag mal, Quote heute? 3. Als ob geschieden! Als ob! Ja. Ich finde, Bro, geschieden. Like, Action. Boah, ich hab wirklich Digga, hä? Digga, das ist dein Sohn. Digga, das ist mein Sohn. Bro, du legst mit deinem Sohn und das ist crazy. Wir haben heute zusammen Taktischen gemacht. Ja, zusammen. Wie Brüder. Wie Brüder. Nein, meine Szene, Bruder, die war geisteskrank. Ey, der hat Geburtstag, ne? Ich. Hey, happy birthday. Morgen Geburtstag. Hallo, Geburtstag. Damn! Ja! 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 Das ist mein Bruder, Bruder, das ist Ristos. Meine Schwester. Der hat 1 Million. Eli, Bruder, ich schwör, ich liebe Eli, ne? Guck mal, wie cool er für uns alles geklärt hat. Elfschütz. Das ist zu krass. Und Eli ist. Ich liebe ihn. Guck mal, was er für uns geklärt hat. Was sind so. In deine... Schweiz, Bro, wir zahlen. Also, theoretisch kostet eine Nacht bei uns 1000 Euro. Ja. Das hat Eli gezahlt, ne? Eli, ich schwör, ich liebe ihn. Sag mal, seine Abschiedsworte zu Eli. Zu wem? Zu Eli. Hey, Eli ist bester Mann, Bruder, ich liebe ihn wirklich. Hey, er hat alles verdient in seinem Leben. Mit Melina, ich hoffe wirklich, dass er glücklich ist mit Melina und Kinder bekommt und alles Mögliche, Bruder. Hauptsache wirklich, ihnen geht's gut einfach. Ich schwör hoffentlich, Digga, hoffentlich. Eli ist wirklich zu krass. Guck, was er für uns geklärt hat. In St. Moritz. Ich habe mir 16 Jahre ein Zimmer mit meinem Bruder geteilt und jetzt ich chill in St. Moritz. Wie viel kostet das Zimmer? 1K. Bruder, das hat Eli gezahlt, ne? 1K, Eli. Oh mein Gott. Auf Ernst. Was sind so deine letzten Worte zu Eli, Sohn? Dass Eli wirklich bester Mann ist. Ehrlich? Ja. Was? Wenn und dass er aussieht wie Gabi. Ist ehrlich jetzt? Ja. Wenn er das jetzt sehen würde, was willst du zu Eli sagen? Dass er bester Mann ist und dass wir ihn alle wirklich so viel zu verdanken haben. Ja, GG, Digga. Nein, auf Ernst. Also, wirklich no cap. Ja, schön no gesagt, no cap. Aber schön gesagt. Bro. Nein, wirklich, Bruder. Guck mal, wir sind in St. Moritz. Es ist ein wirklich reicher Ski-Alpiner-Urlaubsort. Und guck, wo wir sind. Der bedankt sich seit 10 Minuten bei Eli. Ja, ey, echt krass, Digga. Also, ehrlich, was er auf die Beine gestellt hat, Digga, wow. W-Eli und Ernst, also, wir haben immer so eine geile Zeit, Digga. Events. Oh. Hey, das. Guck mal, diese Soundpost da wieder, ja. Soll ich das Ding für dich eintippen? Nein. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ich muss jetzt das Auto übernehmen. Sidney ist bester Mann. Ist Like, Abo da und Kommentar da. Und Gratulation an Sidney für 1 Million auf Insta. Und das war's mit dem Video, Leute. Ihr seht dann morgen und die Tage den nächsten Teil des Videos. Und ja, Leute, lasst Liebe da. Und das war's. Und du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht raus, ich bin dein Wingman. Check mit Karten auf und was willst du mich drehen? Mit dem Wiggen kann ich yeah. Mir einen Baum. Oh mein Gott. Bubble Boy. Yeah. Oh mein Gott. Grüner Kondom. Komm ich hier so rein? Hat er sich so Rinder-Tata bestellt? Um 3 Uhr nachts. Oh mein Gott. Wie ein feines Kerlchen. Rinder-Tata. Ja, Kondom. Wie, oh. Ich kann nicht mehr. Du hast gerade geschlafen, ne? Sie meinten nur, du hast Rundertisch bestellt. Und dann meinte ich, ja, du hier bin ich. Okay, ich schlafe nicht gut. Nochmal, fuck, Digga. Ey, tut mir leid, Digga. Also, morgen sind wir alle noch da. Also, ein paar gehen Skifahren und so. Hast du Bock, ja? Nee. Wir gehen Skifahren, ja? Wir gehen Spa. Ich bleib schon hier. Ja. Also, Sauna, Pool, mit Chaya. Als ob mit Chayas. Was frisst du da? Ja, immer noch in der Verschaltung. Ich hab schon den Wasser. Guck mal, ich hab die Vita-Welt in meinem Arsch. Könnt ihr jetzt mal gehen? Und was hast du Krater für Vater? Ich hab Krater für Vater, du. Ja. Ey, gut, Kalle. Ey, gehen. Bitte geht mal jetzt, ja. Kalle, bitte geht mal jetzt. Einfach gehen, bitte. Kalle, ich will nochmal bei Eli anklopfen. Kalle. 4 Uhr nachts. Bitte geht zu Eli. Baby, sexy time. Unterbreche ich. Ja, sorry.